Seid gegrüßt, ihr lieben Leute. Ich muss ja ein bisschen auf dem Gehweg aufpassen hier, denn in Oberhof liegt Schnee, Leute. Ihr glaubt es ja nicht, hier nicht mit Frühling. Hat hier gestern geschneit. Auch die Streufahrzeuge sind unterwegs. Also es will ja nicht Frühling werden in Oberhof. Also ob das jetzt die richtige Entscheidung für mich war, ob ich hier noch ein zweites Jahr aushalte, das steht noch in Sternen. Ja, man wird ja gezwungen sozusagen, eigentlich will ich mich mit diesem ganzen Mist nicht beschäftigen, aber man wird ja gezwungen durch die Presse auch mal ein Statement zu sagen. Explizit geht es ja um das Attentat in Moskau am 22.03. Und da gibt es natürlich meiner Meinung nach sehr viele Unstimmigkeiten. Also die Sache stinkt einfach. Ich würde einfach mal sagen, die Sache stinkt. Ihr braucht ja bloß mal bei Wikipedia nachzuschauen. Der 22.03. ist ein besonderes Datum für Terroranschläge. Ja, ja. So gab es, ich glaube, 2016 die Terroranschläge von Brüssel mit mehreren Dutzend Toten. Ja, auch am 22.03. Und am 22.03.2017 die Anschläge von London. Ja, da gab es auch irgendwie mit toten Polizisten und ein paar Tote. Da hat einer rumgeballert. Also, ja, der 22.03. ist wohl ein ganz besonderer Tag. Denken wir auch mal an das Logo von Skull and Bones. Ihr erinnert ja euch mit dem Totenkopf, mit den gekreuzten Gebeinen darunter und dann noch die Zahl 322. Na, klingelt's? Und das will alles der Geheimdienst nicht gewusst haben, der russische. Also Leute, irgendwie erinnert mich das an Reichstagsbrand, Anschlag auf dem Sender von Gleiwitz. Ach na, irgendwas zu irgendwas wird diese Sache schon Nutze sein und ausgeschlachtet werden. Zumal ja Putin auch verkündet hatte, ja noch am selben Tag, am Vormittag, ja, was hat er gesagt? Ja, dass Russland sich im Krieg befindet und er redet eben halt nicht mehr von einer militärischen Sonderoperation in der Ukraine. Ja, und ist euch auch aufgefallen, erinnert ihr euch noch an das Attentat von Bataclan? Das war da auch so ein Rockkonzert. Da ging es auch um ein Rockkonzert. Bataclan in Paris, da gab es mehrere Anschläge an diesem Tag. Das war, glaube ich, an einem 13. November. Aber welches Jahr, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Im Zuge von diesen Charlie Hebdo Geschichte. Ja, das ist doch, dieses Attentat von Moskau sieht mir doch aus wie eine Blaupause von diesem Bataclan. Attentat da bei diesem Rockkonzert, wo auch viele YouTuber und viele alternative Medien natürlich sehr viele Unstimmigkeiten aufgedeckt haben. Ich habe leider die Videos nicht mehr, weil ich ja auch schon 5-mal, 10-mal den Computer gewechselt habe. Früher hatte ich mal so ein kleines Archiv, dass ich dachte, sowas hebst du dir mal auf für spätere Zeiten als Beweis, weil ja Google und YouTube sowas dann immer sehr gerne und schnell löschen. Ja, das noch zu Moskau. Ja, wir werden sehen, welche Zweck und Funktion diese Geschichte hat in den nächsten Tagen. Ich sag euch bloß, es wird nicht angenehmer. Wir müssen uns fest anschnallen. Sozusagen Stop Smoking, Fasten Seatbelts und bei irgendwelchen Turbulenzen dann bitte den Kopf zwischen die Beine nehmen oder die Beine in die Hand. Ja, das zum Attentat von Moskau. Ach so, da gibt's auch noch, kursiert jetzt auch noch so ein Video bei YouTube oder im Internet generell von so einem Computer-Shooting-Spiel, wo so eine ähnliche Szenerie aufgezeigt wird. Ja, Spiel auch in Moskau, wo Attentäter rumballern, allerdings auf dem Flughafen oder Einkaufszentrum am Flughafen. Ja, aber da wieder will mal niemand von etwas gewusst haben und alle tun überrascht und Kondolenz, wie sagt man das hier, Kondolenzbekundungen für die Hinterbliebenen und, was mir alles sehr heuchlerisch vorkommt. Also, wie gesagt, Zweck und Funktion dieser Geschichte werden wir in den nächsten Tagen mitkriegen.
in welche Richtung das geht. Es wird nicht angenehmer. Ja, interessant ist auch noch, finde ich, diese ganze Krebsgeschichte um die Royals. Ja, Prinz Charles und die Kate, alle haben sie jetzt plötzlich Krebs, ja. Komischerweise kommt jetzt ein neuer mRNA-Impfstoff gegen Krebs. mRNA-Impfstoff, ihr wisst, gegen Krebs auf dem Markt. Auch sehr interessant, ne? Und es ist auch ein gutes, sagen wir, eine gute Ausrede für die Royals. Psst, nicht weiter sagen. Ist ja alles bloß Verschwörungstheorie, was ich hier sage. Alles nur Verschwörungstheorie. Sich aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, oder? Ja? Vielleicht verziehen sie sich schon in ihre Luxusbunker irgendwo auf den irgendwelchen Inseln oder Vulkaninseln. Man weiß es nicht, ja. So, ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg nach Zellameles. So sieht hier der Busbahnhof aus. Und ja, jetzt zeige euch nochmal das verschneite Oberhof. Sollte mir noch was einfallen, ich mache jetzt mal einen Cut. Ja, ihr lieben Leute, mir ist doch noch was eingefallen hier auf der Busfahrt. Ja, ich bin gerade in Zellameles und wie ihr seht, liegt hier kein Schnee mehr. Hier ist es auch 2 Grad wärmer, gleich 200 Meter tiefer, 2 Grad wärmer. Nee, aber mir ist noch eingefallen, ja, wie tief ist eigentlich der tiefe Staat und wo sitzt der eigentlich? Ist das vielleicht die global übergeordnete Institution, die zum Beispiel über solche Geschicke wie 9/11, Moskau-Attentat von vor 2 Tagen entscheidet? Teilen sich die sogenannten Eliten mit solchen Ereignissen irgendwas mit? Ist das sozusagen auch so eine Art Initiationsereignis? Dass gewisse, auch der Letzte hier mitkriegt, aha, jetzt geht's los oder sowas. Ja, das ist mir noch eingefallen zu diesem Thema. Aber alle, wie gesagt, alles nur Verschwörungstheorie und bitte das im Hinterkopf behalten hier. Also auch wenn ich hier mein spirituelles Nachrichtenportal betreibe und ich betreibe das mit sehr viel Mühe und Not. Ich habe keine Lust, immer mich über diesen Mist auszulassen. Aber nur habe ich das nun mal angefangen und ich gebe mir Mühe, wenigstens ein paar Nachrichten pro Woche reinzustellen. Schaut da mal rein, www.anto-news.com. Da steht auch noch einiges Interessantes drin. Ja, was wollte ich noch sagen zu meinem Gesundheitszustand, wen es interessiert? Ich mache übrigens heute einen kleinen Tagesausflug. Deswegen bin ich schon so früh unterwegs. Ja, mir geht es irgendwie nicht viel, viel besser. Und ich war auch schon bei 2 Ärzten jetzt schon wieder. Die eine wollte mich gleich 12-mal röntgen, also jedes Gelenk. Also da hätte da auch wirklich, sagen wir mal, das linke Knie ist jetzt auch noch geschwollen und sowas. Und das rechte auch. Und da hätte ein Knie gereicht, ne? Da kann man von dem einen Knie aufs andere schließen. Und da sagt die, naja, wenn sie in Thailand waren, das ist ungefähr dasselbe. Und das stimmt eben halt nicht. Diese Röntgenbelastung von einem Flug, auch Langstreckenflug, hat noch lange nichts mit dieser Strahlenbelastung zu tun. Das ist ein Zehntel, ja. Einmal Röntgen ist ein Zehntel von der Strahlenbelastung des Fluges. Ja, das kann man auch irgendwo mal nachlesen, ja, wenn man sich Mühe gibt. Dann war ich bei einem anderen Arzt und der deckt mich hier mit Medikamenten ein, die ich natürlich nicht abgeholt habe. Bloß diese Medikamente sind jetzt auf diesem E-Rezept. Und da haben wir auch schon wieder den nächsten Haken. Ich hole das Zeug ja nicht ab. Ich soll eine Ibuprofen-Kur machen und noch dazu Kapseln für den Magen schlucken, damit ich keine Magenblutung bekomme. Leute, geht's noch? Ja, es war ein sehr netter Arzt, ja, muss man sagen. Auch politisch in unserer Richtung korrekt. Aber ey, das ist ein bisschen zu gut gemeint. Außerdem mag ich das nicht, wenn der Arzt so über meinen Kopf entscheidet, ich soll dies und das machen. Ich möchte das gerne mit einem Arzt absprechen, ja. Der soll mir einen Vorschlag machen, was könnte man machen, was könnte man unternehmen. Dann absprechen, der soll mir bitte auch erzählen, wieso, weshalb, warum ich dies und jenes machen sollte. Naja, jedenfalls kam bei der letzten Blutuntersuchung raus, ich habe akuten, also starken Vitamin-D-Mangel. Ja klar, ich bin ja nicht mehr auf Teneriffa. Ebenso Vitamin-B-Mangel, das liegt wohl an meinen ganzen Fastengeschichten. Damit muss ich aufhören und ich habe Blutanämie. Das hat mich ein bisschen schockiert, ja, Blutanämie. Übrigens hier im Hintergrund der Bahnhof Zellameles.
Boah, ja gut, jetzt muss ich da ein bisschen meine Ernährung anpassen, viel Spinat und rote Beete essen und mal gucken, dass ich da beim nächsten Arzt, den ich mir ausgeguckt habe, im nächsten Monat gehe ich da hin, da vielleicht wieder andere Blutwerte habe. Ja, ich hole mir auf jeden Fall noch eine dritte und zweite oder dritte Auskunft. Und ich habe diesmal jemanden gefunden, der hat zumindest einen spirituellen Ansatz, ja. Der schreibt auf seiner Facebook-Seite interessante spirituelle Sachen, auch von über luzides Träumen und sowas, ja, erklärt er ganz gut. Und naja, und er kennt sich auch mit Liebschau und Pracht aus, ja, und ist auch ein anthroposophischer Arzt, oder habe ich das richtig gesagt? Ja, ich glaube schon. Und ja, und somit, hat mich jetzt hier irritiert, so ein Typ hier. Ja, und somit hoffe ich mal, dass ich mal jemanden habe, mit dem ich wirklich mal, dass man mal überhaupt zur Diagnose kommt, ja, also. Egal was es ist, aber ich mache eben halt seit Corona habe ich vollends das Vertrauen in die Schulmedizin verloren, denn wer sowas macht, ja, und er kennt ja auch noch das Organspende-Video, also wenn Ärzte einfach so gedankenlos anderen Leuten Organe entnehmen, ja, dann ist das für mich kein Arzt, ja, ehrlich gesagt, ja. Also muss ja wohl ein Reptoarzt sein dann, ne? So. Und, ja, jetzt lasse ich erstmal die Leute hier weg. Ja, im Prinzip war es das, was ich euch noch mitteilen wollte. Und habt noch einen schönen Sonntag und schaut mal auf meiner Homepage spirituelles Nachrichtenportal vorbei. Und ja, euch alles Gute und bis bald wieder. Ciao.